Moin moin miteinander, da sind wir wieder zurück bei UnEpic und wir sind mitten in den Katakomben und was wir hier so tun müssen, ist noch großteils unklar. Wir sind ja gerade erst angekommen, wie man sieht, nicht wahr? Wir haben aber bereits den Geist gefunden, der mir die Magie der Nekromantie gibt. Wenn ich ihm das Necronomicon besorge und magische Arcane-Essenzen. Ja, und das Necronomicon, das kriege ich aber nicht einfach so. Dazu muss ich den Schlüssel, den silbernen Schlüssel finden, den ich vom Wächter irgendwie hier bekomme. Oh, viele Augen. Bisher waren die Augen ja recht, Was war das denn? Habt ihr euch erschrocken? Also ich habe mich verdammt erschrocken. Oh nein, der Geist schon wieder. Ich fasse es nicht. Lux, was gibt's jetzt? Willkommen, junger Abenteurer. Hallo mal wieder, aber was ist das hier? Hier gewährt der Gott des Lichts die Möglichkeit, Gegenstände zurückzugewinnen, die durch dunkle Magie verwandelt wurden. Wie auch immer, er wird seinen Dienst nur dem bieten, der ihn wirklich verdient. Um einen Gegenstand zurückzuwandeln, bezahle 100 göttliche Gunst und drücke Enter unter dem Licht. 100 göttliche Gunst? Du hast keine verwandelten Gegenstände, die du zurückerhalten kannst. Ich habe so eine böse Befürchtung, und zwar, dass hier Gegenstände kaputt gehen können in den Katakomben. Sturmschwert. Ein Sturmschwert. Ein Sturmschwert. Aufgabe. Als ein Soldat vor dem Kampf betete, sprach Zularius der Große. Gleichgültig, ob du deinem Gott bittest, dich zu schützen, wird es immer einen Mann geben, der denselben Gott um deinen Tod bittet. Aha, interessant. Du hast die Herausforderung, die Zahl des Teufels, entdeckt. Die Herausforderung ist, trage 666 Essenzen jeder Farbe, 666 Goldstücke und 666 göttliche Gunst gleichzeitig bei dir. Das wird ein Weilchen dauern. Mit Sicherheit. Was ist diese göttliche Gunst? Das muss ich wahrscheinlich erst noch herausfinden. Göttliche Gunst.
Ah, ich teste mal aus, wie weit es nach unten geht. Ein Laden. So. Okay. Naja, wie die Minen ungefähr. Guten Tag, meine Freunde. Hier ist nichts drin. So, Waffen. Gewählter Dolch, Falchion, Kampfaxt. Alles schön und gut. Feuerzepter. Streitkolben Stufe 10. Streitkolben. Ob das was für mich wäre? Ich glaube eher nicht. Zusätzlicher Schaden mit Feuer. Eiszepter. Dreizack. So, ein schlichter Langbogen. Magische Pfeile, etc. Plattenrüstung. Na, ich habe ja eine gefunden bereits. Verkaufe. Was kann ich verkaufen? Ich glaube Sturmschwert. Clownspeer. Clownaxt. Ah, schöner Schaden. Clownaxt. Hat mehr als die hier. Aber dreifache kritische Treffer sind auch nicht zu verachten. Aber ich glaube, das Sturmschwert, werde ich in naher Zukunft nicht benutzen. Und ich glaube, den Clownspeer auch nicht. Also kann beides weg. Was hast du? Infravision, Eisblock. Eisblock? Beschwört einen schwebenden Eisblock, der als Schild gegen Projektile dient. Interessant. So, verwehren, verzehrenden Feuers. Entzündet, ein neuer Feuerschaden. Nur mit Schwertern und Bögen. Erleuchtenden göttlichen Lichts. Funktioniert nur mit Streitkolben. Benötigt Stufe 3 in Licht. Toll, ich habe kein Licht. Also Lichtmagie gibt's auch noch. So, Kleriker, Konzentration für Heiler. Rezepte. Wiederbelebung. Wiederbelebt ein totes Haustier. Aha. Das kaufe ich mir. Ich werde es wahrscheinlich nicht brauchen. Ah, ich hätte es mir nicht kaufen sollen. Ja, verbraucht jetzt nur Platz im Inventar. Naja, egal.
Weg hier! Weg hier! Weg hier! Ich konnte mich weder wegteleportieren noch irgendwas. Hatte ich nicht mal was gegen Untote? Die Sturmaxt kann ich, glaube ich, ja. Na, das ist ja die, die ich benutze. Ja, so bringt das nichts. So. Was tun, sprach Zeus. Also, es gibt verdammt viele Skelette. Und ich habe jetzt schon mal einen Fehler gemacht. Ich muss jetzt wieder durch die Katakomben durch, ne? Ah, ich habe hier den Zugang nicht geöffnet. Ärgerlich. Das ärgert mich jetzt gerade... echt. Na gut. Ich brauche etwas Bestimmtes. So. Essenzen. Damit ich genügend Feuersprüche sprechen kann. Als nächstes... So, kann ich meinen Charakter ein bisschen skillen, damit er in den Katakomben besser überlebt? Ja. Okay. Äxte Stufe 9. So. Und dann wird ab jetzt diese Axt getragen. Ist zwar nicht so schnell wie die vorher, aber es hilft nichts. So, ausgerüstet, werden wir jetzt in die Katakomben gehen und dort mal ein bisschen aufräumen unter den Skeletten. Hoffe ich zumindest. Das passiert dann in der nächsten Folge. Bis dann sage ich tschüss und bis bald.